Die Polizei muss im Zusammenhang mit den Anschlagsdrohungen auf den Kölner Dom 3 der insgesamt 5 Verdächtigen wieder freilassen. Die Polizei konnte nicht genug Beweise dafür vorlegen, dass von ihnen unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Die Männer wurden vorgestern in Gewahrsam genommen. Für einen 25-Jährigen aus Tadschikistan hat ein Richter aber noch 14 Tage Sicherungsgewahrsam angeordnet. Einen weiteren Tadschiken darf die Polizei noch bis Sonntag festhalten, um zu verhindern, dass er Straftaten. Darüber kann ich nun sprechen. Zugeschaltet ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Willkommen hier bei Welt und ein gutes neues Jahr. Ein gutes neues Jahr und einen lieben Gruß. Vielen Dank. Wir wollen jetzt natürlich über diesen Fall sprechen. Laut dem Gericht fehlen also Beweise, dass diese drei Männer noch eine Gefahr oder überhaupt eine unmittelbare Gefahr darstellen. Hat sich also die Polizei geirrt, als sie die Männer festnahm? Das glaube ich überhaupt nicht und ich bin auch froh und dankbar, dass die Polizei so gehandelt hat. Es gibt immer schlaue Menschen, die nachher mit Abstand Sachverhalte bewerten und dann nach juristisch engen Kriterien natürlich auch schauen müssen, reicht das aus, um jemanden festzusetzen. Also ich kann nur sagen, ich bin froh, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen so entschieden gehandelt hat. Wenn eine Gefahr im Angriff ist, wenn die Gefahr droht, wenn ein Problem im Raum steht, dann bin ich sehr dafür, dass die Polizei entschieden zugreift. Es geht jetzt nicht um irgendwas, um Ladendiebstahl, sondern es geht um Tod. Aber dann heißt das im Umkehrschluss dann, dass die Justiz sich irrt, wenn sie diese Männer wieder auf freien Fuß setzt? Ich würde mich über die Frage, wer sich da irrt, überhaupt nicht äußern. Und die Juristen, die das entschieden haben, müssen das nach ihren Kriterien tun. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Jetzt ist eine weitere Entscheidung getroffen worden. Der Prozess ist auch nicht im Ende. Es wird ja weiter ermittelt. Wir haben ja auch bei den Durchsuchungen das eine oder andere Material gefunden. Also es bleibt abzuwarten. Jetzt, und wie geht das jetzt weiter mit diesen Verdächtigen, die nun wieder auf freiem Fuß sind, gegen die die Polizei ja offenbar einiges vorliegen hat? Werden die jetzt weiter im Auge behalten, weiter beobachtet? Das kann ich nun öffentlich hier nicht mitteilen, das wäre ja auch unklug. Aber Sie können davon ausgehen, dass die Polizei alles, was an verdächtigem Material oder verdächtigem Personal im Zusammenhang mit dieser Aktion uns bekannt ist, dass wir da sorgfältig darauf achten werden. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern auch schuldig. Und ob das dann ausreicht, um jemanden zur Verurteilung zu bringen oder ins Gefängnis zu bringen, ist die nächste Frage. Es gibt manchmal durchaus Hinweise, die aber nicht ausreichend stark sind und trotzdem einen begründeten Verdacht haben. Und ich muss sagen, wir haben uns um die Sicherheit der Menschen zu kümmern. Und da gilt Safety first. Zwei weitere Verdächtige im Zusammenhang mit diesen konkreten Anschlagsdrohungen auf den Kölner Dom, die bleiben ja jetzt vorerst in Gewahrsam. Der eine mindestens bis Sonntag und der andere zumindest noch 2 Wochen. Was könnte denn danach passieren? Womit rechnen Sie? Werden die dann womöglich auch wieder freikommen? Ich rechne damit gar nichts, das kann man auch nicht, sondern das muss man abwarten. Das hängt davon ab, ob wir noch weitere Beweise erfinden, ob die stark genug sind und ob das Gericht sagt, das reicht, um jemanden die Freiheit zu nehmen, also ins Gefängnis zu nehmen. Das ist ein ganz, ganz hohes Gut und insofern muss man da auch sehr sorgfältig mit sein. Das ist in Deutschland gar nicht so einfach. Wir haben jetzt einfach dafür gesorgt, dass über die Feiertage und über Silvester am Kölner Dom nichts passiert ist. Das ist für mich erstmal ein wichtiger Fakt. Und der zweite heißt, wir werden sorgfältig weiter analysieren, weil es kann ja sein, dass die Herrschaften auch noch weiteres im Schilde führen. Dann sprechen wir noch mal kurz über die Silvesternacht. Wie ist Ihre Bilanz? Wie viele Festnahmen hat es denn in Nordrhein-Westfalen gegeben? In Nordrhein-Westfalen ist die, sag ich mal, die Silvesternacht relativ ruhig gelaufen, also weniger anstößig als in den Jahren davor. Das ist zufriedenstellend. Es gab auch Angriffe auf Polizisten, das waren auch weniger. Es sind auch Festnahmen erfolgt. Also eine fast normale Silvesternacht, wobei das Wort normal sicherlich nicht in Ordnung ist, weil Silvester solche Zustände zu haben, ist nicht normal. Es gibt offensichtlich Menschen in unserer Republik, die nicht in der Lage sind zu unterscheiden, wie die Regeln sind, wie man miteinander umgeht, welche Haltungen man hat und dass man andere Menschen nicht verletzt.
Genau das ist ja ein Punkt, an dem sich die Geister scheiden oder wo man eben sagt, das müssen wir wieder zurückbringen, diesen Respekt vor anderen Menschen und vor den Sicherheitsbehörden. Denn wir können ja nicht jedes Jahr an Silvester ein dermaßen großes Aufgebot an Polizisten aufbringen, damit alles im Rahmen bleibt. Was ist denn Ihre Strategie, um das wieder zurückzubringen, damit wir wieder ein normales Silvester erleben können? Ja, die Strategie der Polizei kann nur sein Gefahrenabwehr. Das heißt, viel Polizei auf die Straße ist ein riesenaufwendiges Verfahren, weil offensichtlich es nur dann möglich ist, diejenigen, die sich nicht an Regeln halten, in den Griff zu kriegen. Das hat funktioniert, das werden wir wahrscheinlich auch weitermachen müssen. Aber die eigentliche Hausaufgabe, die liegt natürlich an vielen in der Gesellschaft. Warum hat sich so eine Haltung entwickelt? Warum sind Menschen eher bereit, gewalttätig zu werden? Warum nimmt man weniger Rücksicht? Warum gibt es sowas wie Respekt nicht? Das kann die Polizei nicht richten. Da müssen andere sich mit drum kümmern. Und es ist eine Gesamtaufgabe für uns alle. Es kann auf jeden Fall nicht so weiterlaufen. Das sagt der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.